Töten wir diese hässliche Kreatur. Boah, oh, Kackbällchen! Oh, der ist aber schwach, der Fisch. Lächerlich. Oh, das ist das. Guck mal, holst du die... Ah, so, du willst da drüber gehen, du alter Schlawiner. Gut aus bis jetzt. Fette Dschungel-Omis. Fette Dschungel-Omis. Binde Live-Optimierungen, meld mich hier einfach mal. Ich glaube, wir buddeln uns drunter. Scheiße. Fang du mal unten an zu buddeln oder da hinten. Ich buddel hier gerade den Scheiß aus. Hier noch ein bisschen Kohle, komm schon. Kohle brauchen wir für... Wir müssen jetzt echt an Kohle und an Eisen denken, wegen Stahl, ne? Oh, was ist da unten? Scheiße, ich glaube, die riechen. Die riechen diesen Schwindel. Die riechen, wenn du drunter... Wenn du dich... Die riechen diese Schwindel. Weißt du, da steht ein... Warte mal, da schwindelt doch einer. Ich baue mich jetzt erstmal wieder hoch. Alter, wie ich mich schnell hochbuddeln will und es geht nicht. So, wo sind die Omen, die ich klatschen soll? Ich habe gehört, hier muss eine Oma geklatscht werden. Ach du Scheiße, guck dir die grüne Dschungeloma an. Ich baue mir so einen kleinen Bunker mit einem kleinen... Mit einem kleinen Schlitz nur. Dann beglücke ich sie. Was hier steht. Nach links gehen, die Kette des Ankers nach oben. Folgen. Und zum Händler. Ah, war die schon? Die sagen nicht, dass man irgendwie 10 Minuten nach links laufen muss, sondern dass in irgendeiner Kette folgen. Das wird er lesen. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt noch keine Kette gesehen. Wir sind aber auch ein paar Mal, haben uns ja... Oh, fuck, noch eine Oma. Haben uns ja unter den Weibern durchgebuddelt. Und dann kann es natürlich sein, dass die... Ich sehe jetzt kommen, dass wir die killen müssen. Was ist hier für ein Schlabberzeug? Auf dem wir hier laufen. Weiß ich nicht, in so eine Matsche. Ich knall die Alte jetzt ab. Achtung. Oh, voll daneben geballert. Oh, geil. Zünd du doch an mit deinem Ultra-Ding. Ja. Ach, guck mal. Die war jetzt gemütlich. Und weiter geht's. Ja, lass lieber auf die Berge drauf, genau, anstatt drunter durch. Bande? Hä? Komm mal. So, auf geht's. Jetzt weiß ich halt echt nicht, ob wir jetzt nicht, dass wir jetzt einmal eine, ach, obwohl wir eine Umrundung gemacht haben, haben wir spätestens nach dieser Umrundung dann wohl irgendwie. Die Gewissheit. Bei der zweiten. Oh, das sieht doch aber gut aus hier, oder? Das ist flach. In der Nähe. Oh, machen wir doch gut. Ja, hier ist die Kette. Oh, cool, und hier kann man die Pflanzen kann man abschießen. Das ist Plant Fiber hier, ne? Wenn du die Pflanzen einfach killst. Geil! Let's go, bruh! Wie kommen wir da hoch? Wie klettert man? Müssen wir uns hochstecken. Ah, das kann natürlich sein, stimmt. Dann steck du dich da hoch, ich steck mich hier drüben hoch. Weißt du, klettere die Leiter hoch. Ich hab 1000 von diesem scheiß lilanen Zeug. Steht. Und nochmal 1000. Ja, ich bin hier oben. Alter, hier. Man muss aber dann das so machen. Aber ey, die Kinder, die uns killen. Weiß das nicht. Das wäre ein Händler angeblich. If you want some of your go speak to. Oh, ne, man kann hoch, ich bin da. Alter, komm, wir klauen denen einfach alles, was sie haben. Ich schlaf nackt bei denen in so einem Bett. Wo bist du, Bro? Aber unter normalen Umständen wird man das doch niemals... Oh, fuck! Oh Gott, die schießen! Oh. Was? Alter, hier hat sich gerade... Nee, nicht... Alter, hier hat sich so ein Viech hochgesteckt. So ein... Da, dieser, so ein Vogel, wie bei dir einer ist. Und die haben auf den Vogel geschossen. Der fällt da runter. Lebst du noch? Der stürzt. Bist du... Scheiße. Ich habe aber auch gerade mein... Was mir bei dir auf der Aufnahme an. Wer hat die Rohstoffe? Was, wie? Wie? Rohstoffe? Das ganze Zeug. Wir beide, oder? Achso, bei wem man hier einkaufen kann, oder was meinst du? Ja, wegen Waffen, Schusswaffen zu craften. Ich gehe jetzt hin, ich befrag die jetzt alle. Die sagen alle, ich soll zu... Oh, we see... Ich glaube, beraub die einfach. Man könnte die einfach ausrauben, das ist denen scheißegal. Die chillen. Die haben Geld dabei, vor allem. Ich habe schon überlebt jetzt die weite Strecke. Aber guck mal, unter normalen Umständen, ach so, Koordinate und so weiter, würdest du doch niemals den Planeten treffen und dann auf so einen Anker treffen, oder? Also das ist, da muss man wirklich ganz großes Glück haben. Denkst du, das haben die Hersteller angegeben oder sind da noch so geheime Dinger, wo User, Spieler zufällig gefunden haben? Ah, ich denke,
Es gibt, denke ich, viele Sachen, die Leute finden. Das heißt, es können noch tausend. Es gibt ja manche, die so noch keiner gefunden hat, weil die gerade auf dem Planeten noch nie waren. Ja. Ich habe jetzt kurz gepennt, dass ich wieder ausgeruht bin. Ach, hier überall Betten haben sie. Ja, hier sind auch Bomben. Sieht aus wie die von Mario. So, ich bin jetzt gleich beim Quartiermeister, nehme ich an. Der hat da oben ein wunderschönes Ding. Ich würde die gerne killen. Die haben aber alle Waffen. Das sind bestimmt 30 Leute, die hier rumlaufen. Warum spannt denn da den Bogen so scheiß langsam? You see my capable sword every hicky ficky fick. Was ist denn dieser verkackte Quartier? Ich hoffe, das ist der da oben jetzt. Jetzt habe ich nämlich gleich alles durchsucht und habe noch keinen Quartiermeister gefunden. Ich finde keinen. Bei wem soll man das kaufen können? Right here in the open skies. This is where I belong. Ankers nach oben folgen und zum Händler oben links im Schiff gehen. Dort sind die Schusswaffen. Ah. Hier, buy or sell. Ich sehe ihn schon. Okay, ich bin da. Für 625 kann man sich hier eine Schrotflinte kaufen, was, oder so. Jan? Also geil. Diese Pixels, oder was? Ja, nur Pixels. Also es gibt ja auch eine Blueprint, unlocks the Hatchlings Lincoln's Crafting Schematics. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das halt sowas ist wie, ob das eine Waffe ist. Ich kenne mich, steht das hier vielleicht drin? Du kannst ja auch Speere und sowas craften, aber die können wir von Haus aus ja auch machen, ne? Was, hier einer mit 16 DPS und so Kram. Zum Beispiel kosten? Also ich sehe hier nur die Schrotflinte, die kostet, oder warte mal, ich gucke, ob es noch mehr gibt. Erstmal gucke ich, ob es noch mehr gibt, bevor ich hier laber, wie ein Kind. Ist das Blueprint? Brick on a... Okay. Na, hier oben ist noch eine Waffe. Also, ich fange mal ganz oben an. Und zwar hier. Das ist eine... ein Sniper-Rifle. Macht 8 Schaden. Rate of Fire 0,8. Damage per Shot 10. Energy per Shot 36. Energy per Shot. So, dann das nächste ist eine... ein Assault-Rifle. 9 DPS, die hat eine Schussrate von 5,92, Damage per Shot 2, Energie per Shot 5. Dann ist hier eine Handfeuerpistole, wie du gefragt hast, habe ich jetzt leider erst so spät erkannt. Eine Handfeuerpistole macht 11 DPS, Rate of Fire 3,46, Damage per Shot 3 und Energy per Shot 11. Und dann ist hier unten eben noch diese Schrotflinte mit 10 DPS, Rate of Fire 3,01, Damage per Shot 3 und Energy per Shot 11. Das sind die 4 Waffen, die man hier kaufen kann bei dem Knödel. Aber das ist ja geil. Was, also Energie, ich nehme an, das heißt einfach diese grüne Energiebalken, die wir da noch haben, genau. Oder? Was macht denn dann meine Waffe? Warum? Die zieht doch dann auch Energie ab, oder? Alter, ich bin hier auf dem Schiff und schlag gerade um mich. Alles Glück, habe ich keinen getroffen. Aua. Und wie sieht's aus mit deinem Weg hierher zu kommen? Nee, passt das? Schaffst du das? Ich werde es nicht schaffen, aber egal. Guck, dass du alles holst, was du holen kannst, ausbeutest. Du bist ja zum Glück der Kameramann und wenn du fertig bist, dann machen wir einfach weiter. Ja, was war das? Hat dich ein Vogel runtergeklopft oder haben die auf dich irgendwie geschossen? Nee, der Vogel hat mich runtergeklopft und ich bin durch den Fallschaden draufgegangen. Aber hier sind so viele, es ist... Welche Wache soll ich hier... Was kostet eine Pistole? Wäre die arg teuer? Ich habe 1900 Pixies. Ich habe 17. Ich weiß, wie ich das alles verloren habe. Was ist das? 17? Jetzt gerade habe ich 17. Wie geht denn das? Boah, krass, ey. Zum Glück bin ich nicht runtergefallen. Man kriegt dann anscheinend sau viel abgezogen. Verschaffe mir kurz mal einen preislichen Überblick. Ja, du kannst dir eine fette aussuchen. Die Snipe, also die Waffen kosten, die teuren kosten 625 und die Handfeuerpistole 312 und ich habe 1900, fast 2000. Also das passt. Ist doch irgendwas schnellfeuermäßig, so M4 oder sowas? Ja, also hier gibt's ein Assault Rifle. Je höher die Rate, desto besser, ne? Ja. Die Schussrate. Hier, die macht 5,92. Oder so, ja, 5,9. Also hier gibt's das Snipe. Ich nehme an, das Snipe ist ziemlich langsam. Rate of Fire 0,1, ja. Sniper Rifle. 0,8 meine ich. Dann die Pistole hat zum Vergleich 3,4. Ja, und dieses Trash Shredder, dieses Assault Rifle, hat fast 6. Eine Rate of Fire fast von 6. Mhm. Dann kaufe ich dir die, okay? Gut.
Da oben schießt auch irgendwas, hat irgendwas geschossen. Bye. Okay, ist gekauft. Und dann kaufe ich mir... Ich denke, ich hole mir die Schrotflinte. Ja, ich hole mir die Schrotflinte. Obwohl, wie macht die... Wie viel greift, zieht die ab? 11, 5... Ja, ich nehme die. Weiß nicht, ich habe noch nach der Energie geguckt, ob unsere Energie auch irgendwie steigt. So, jetzt gucke ich kurz, ob ich beide habe. Ja, sind beide eingepackt. Perfekto. Gibst du dich zu deinem Schiff? Ja, ich räume die noch aus. Weißt du, die haben hier auch noch Geld, Geld versteckt. Es kann auch sein, dass ich jetzt einen großen Geldvorteil hatte, weil ich bei denen einfach die Pixels alle geklaut habe. Natürlich fett. Das können wir auch. Das können wir ja schon bald als extra, als... Oh, don't go getting any fanny ficky fick. Das können wir eigentlich auch als Special-Folge deklarieren, damit die Leute dann auch das hier finden können, diese coolen Sachen. Ich bin jetzt bei dir auf dem Schiff und hocke auf dem Besprechungstisch. Ich denke, dann gehe ich jetzt auch. Ich denke, wenn hier nichts drin ist... Ah, da ist nichts drin. Dann port ich mich jetzt auch zurück. Wupp. Dann schmeiße ich noch dein Wäffelchen hinzu. Vorsicht. Oh, wie er mich anschießt. Also, deine Waffe. Ich muss hier ja erst... Alter, wie das aussieht. Ein Riesenwummer einfach. Achtung. Wenn es auf dem Boden liegt, winzig. Und wie ist die... Wie und wo und was und warum? Wie ist die Munition? Ist die unendlich dann einfach? Ja, die ist unendlich. Nur deine Energie da links, siehst du das? Ach die so. Die beschränkt dich. Das ist geil. Ich hab keine Alter. Chance. Wie geil. Weißt du, die sind absolut hilflos. Das ist cool. Damit könnten wir den Planeten eigentlich noch, also jetzt vielleicht nicht in der Aufnahme, weil mein Platz vollläuft, aber damit könnten wir den Planeten auch noch ausräumen. Dann müssen wir nicht direkt nach Hause fliegen. Ja, das stimmt. Eigentlich. Also mit den Waffen können wir auf jeden Fall noch ein bisschen jagen gehen. Bam, 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 bam. Da kann man den Bogen ja schon fast fortmachen. Wir haben jetzt noch eine so richtig geile Eisenrüstung mit den Knarren hier. Das sieht. Wir sind auch wie die Special Marines auf jeden Fall. Geil. Wir sind die Painted Marines. So geil. Also wie gesagt, ich gucke jetzt nochmal kurz nach der Zeit. Wir nehmen jetzt fast 3 Stunden auf. Und vom Platz her, das ist halt das Einzige, was mir Sorgen macht. Ich habe jetzt noch 100 GB frei. Also ich denke, wir sollten jetzt dann vielleicht, zumindest was mich als Aufnehmenden angeht. Wenn du weiter aufnehmen willst, können wir das gerne machen. Ich würde sagen, das reicht für heute. Also 3 Stunden ist okay. Das ist jetzt auch schon wieder. Da war viel Material. Gleich. Stimmt. Oh ja. Gut, okay, dann würde ich sagen, hier auf dem Schiff beenden wir mal die Folge. Wir kehren noch nicht die Heimreise zurück an. Denn wir können hier noch ein bisschen diese etwas stärkeren Viechern hier ein bisschen mit diesen Waffen beglücken. Ich finde es auch cool, dass man nicht eine teure Munition verbraucht, die man sich für viel Geld nachkaufen muss, sondern einfach... Ja, man kann einfach ziemlich lange durchschießen, muss halt nur diesen grünen Balken im Auge behalten. Ich glaube, nächstes Mal hole ich uns jedem noch eine Pistole, dafür reicht das Geld noch, dann haben wir noch hier eine Pistole. Fall, also da. Ich habe noch keinen Let's Player gesehen, der so eine... Ob man da auch verkaufen kann? Ich meine, kein Schwein weiß von irgendwelchen Koordinaten, wo es irgendeinen Waffenhändler gibt bei einem Anker, den man nach oben stacken muss. Und das sind ja wirklich Special Infills. Das ist schon geil, wirklich. Bam, bam. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir mal die Folge hier mit einer wilden Schießerei. Und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.